Ja, und hallo zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, was soll ich sagen? Wir haben Mittwoch, wir haben ein Update und ja, die Story Quest geht weiter. Finally. Und das, was ich gesehen habe, was uns erwartet, das ist schon krass, ja. Und ja, unsere liebe Phoenix Fire ist jetzt auch ausgelevelt. Das heißt, ja, Pferd brauche ich wieder Neues. So. Wieso, was los im Globi? Habe ich was verpasst? Keine Ahnung, uninteressant. Ja, wir haben hier die neue Quest ist hier bei Maya. Ich bin mal gespannt. Ja, machen wir doch. Wo willst du denn hin? Okay. Ja, gut, okay. Na komm, wir sind nett. Ja, neuer Araber. Sie macht doch, glaube ich, war das nicht bei ihr? Nee, sie macht's nicht. Ah nee, das war ja genau, das war ja Golden Hills Valley. Das Mädel, was da steht, jetzt fällt dem Namen nicht ein, aber ich denke mal, dieses Wii, das kennt jeder, der die Quest gemacht hat Richtung Golden Hills. Wii! Da habe ich gar nicht dran denken. Das war lustig gewesen. Das ist drüben, oder? Ah, ja, drüben. So, ich bin immer gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe, dass wir es mit Phoenix Fire machen können. Sonst müssten wir unseren lieben Dark Angel holen, unser kleines Anfangspferdchen. Naja, schauen wir mal weiter. Oh, ich sehe jetzt erst, dass Maya da hinten schleifert. Fällt mir jetzt erst auf. Martin Zopf. Moment, hat ihn Zopf da hinten? Nein, ist geflochten, aber sie hat eine Schleife denn. Und zwei Haarklammern sehe ich gerade. Zwei grüne. Ja gut, bei der Arbeit kann ich es verstehen. Ja. In meiner Ausbildung habe ich die Probleme nicht gehabt. Mittlerweile müsste ich mir echt die Haare zusammenbinden. Ich habe dezent längere Haare als damals in der Ausbildung. Mein Chef in der Ausbildungsstelle, der hätte das nicht so ganz, dem hätte das nicht so ganz zugesagt. Der ist noch vom alten Schlag gewesen. Der hat immer gemeint, ja, ein Mann, der müsste Wehrdienst gemacht haben und müsste kurze Haare haben. Am besten kurz, richtig kurz. Nee, sorry, ist nicht mein Fall. Ich habe damals Zivildienst gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte Menschen helfen. Hinter der Waffe stehen kann jeder. Aber Menschen zu helfen ist wichtiger. Ja, wobei ich nicht sagen will, auch Soldaten sind unwichtig. Nein, Soldaten sind auch leider, leider, leider Gottes wichtig. Wäre schön, wenn wir in der Welt leben würden, wo Soldaten nicht wichtig wären. Ich denke mal, ihr wisst schon, was ich meine. In einer schöneren Welt ohne Kriege und sowas. Ah, guck mal, Soul Rider! Oh. Training! Alex ist wieder Feuer und Flamme. So eine Idee, wie man verschiedene Dinge zusammenbringt. Ich hoffe, es hat nichts wieder mit Cosplay zu tun. Hast du was gegen Cosplay? Cosplay ist cool, wenn die Kostüme gut sind. Klar, der verschlingt die ja mit einem Haps, die Äpfel. Ach, der gute alte Meteor. Man sieht so richtig die Altersflecken hier überall, das Gräuliche und das schöne Bart. Oh, da möchte ich am liebsten. Da würde ich jetzt am liebsten so runtergreifen und kraulen.
finde, Pferde mit Bart ist schon was Faszinierendes. Da ist ein X. Da ist noch ein X. Wieso? Also das gleiche X. Ist ein Schatz? Ich könnte ja das jetzt sagen, aber komm, wir sind nett. Oh, Anne ist nicht so ganz begeistert. Anne, das gehört leider mit dazu. Meteor. Ich denke mal, wir müssen absteigen. Da ja auch Anne unten ist. Star Stable. Hallo. Wen da muss ich noch ran? Hallo. Muss ich jetzt echt. Tatsache, ich muss auf dem Pferd sitzen. Muss ich jetzt absteigen? Komm, Star Stable. Ich muss doch auf dem Pferd sitzen. Was ist das für ein Witz? Ich hoffe, man hat uns. Nee, man hat uns nicht aufs Pferd. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Das ist ein Witz, oder? Das ist jetzt ein Witz, oder? Steig auf, steig auf, steig auf, steig auf. Nein! Aufsteigen! Ist doch wohl jetzt ein Witz, oder? Ja, gut, das schaffen wir noch. Das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir. Nein, nicht das Huhn anklicken. Nicht das Huhn anklicken. Das schaffen wir schon. Was? Die hat schon vier? Fünf, 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 fünf. Gas geben, Gas geben. Sieben. Da drüben war einer. So, da ist auch einer. Wo ist noch einer? Wo? Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Oh, Linda ist schon wieder hier. Oh, das war knapp. Ach, Anne. Oh, Meteor, ich weiß, dir gefällt das. Du findest das toll. Ich sehe da ein kugelrundes Pferd. Ach, Anne. Okay, was hast du?
Ja, ne? Die ist. Da wartet ein Rennen auf uns. Was ist denn das für ein X? Aber jetzt ist weg das X. Okay. Zu langsam. Achtung, hier kommt der neue Araber. Miep, miep. Oi, lassen die aber ganz schön zurück hier. Nur eine hängen wir nicht ab. Da ist aber ganz schön schnelles Fohlen hier. Guckt euch das mal an hier. Ey, Foli. Guck hier, das ist doch krass, oder? Ich weiß gar nicht, was Anna hat. Ist doch schnell. Wenn sie mal erwachsen ist und immer noch so schnell ist, na dann gute Nacht. Dann haben wir die größte Konkurrenz überhaupt in dem Spiel. Ich fühle mich irgendwie verfolgt. So, ich bin mal gespannt, wie schnell die anderen jetzt aufschließen. Aber ich würde sagen, sie ist auf uns getriggert vom Spiel her, damit bei uns überhaupt am Ziel ankommt. Ich wette, wenn ich jetzt langsamer reiten würde. Wollen wir mal Spaß haben? Ja, bleibt stehen, ist an uns getriggert. Deswegen. Ja, deswegen so nah dran. Das ist so wie die Fohlen auf der Starshine Ranch. Ja, doch, wir müssen rüber. Es irritiert aber trotzdem schon, wenn es da hinterher rennt hier. Da macht jemand gerade die Soulrider-Prüfung. Ah, Mane. Du. Oh, das hört sich aber anders da an, habe ich das Gefühl. Das Geräusch ist anders vom Portal. Hieß ja, ich glaube, es ist ja auch einiges neu gemacht worden, oder? Es sieht hell, ja gut, es ist heller. Das war es aber auch schon. So, dann gehen wir mal zu Fripp. Das da war's. Aber da müssen wir ohne Pferd rein. Auf wie? Auf schneller. Da ist der neue Fripp. Ach, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Sieht so toll aus. Das sieht so toll aus. Das sieht echt toll aus. Ich glaube, hier machen wir. Wir verstecken uns mal. Das wird das Thumbnail.
So, weiter geht's. Was zum Fripp? Cool. Yep. Ach du Scheiße. Ach, Anne, mach dir keine Sorgen. Man hat verfahren. Man hat alle Karren passen haben. Das ist die richtige Einstellung. Okay. Sollen wir einfach zu ihm hingehen? Okay, wir müssen was suchen. Aber was? Aber was? Warte mal, hier ist ein Buch. Das Buch hier. Das Buch. Bücher sind immer gut. Bücher sind gut. Vor allem die mit so einem Kristall. Ne, das ist der Kodex. Was wir nicht tun dürfen. Ah ja. Da ist noch mal was. Hier. Ich habe das Gefühl, das hier. Ich habe das Gefühl, das hier. Das hatten wir, glaube ich, mal gefunden gehabt, oder? Ja, das hatten wir von Idris bekommen. Stimmt. Oh ja, doppelt so starke Kräfte. Sollen wir Idris fragen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Idris Fripp ablehnen würde. Also Idris und Fripp sind ja eigentlich aus der gleichen Welt, auch wenn Fripp ja verbannt worden ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Idris es zulassen könnte, dass... Gucken wir mal. Okay, dann nicht. Dann fragen wir Pi. Sie ist vertrauenswürdiger als manch andere mittlerweile. Sie ist zurückverwandelt. Avalon, halt die Klappe. Danke, dass du das sagst.
Ja, das heißt wieder mal zurück, wieder zurück in die reale Welt. So, wo ist unser Pferd? Da wartet auf uns. Und ab die Post. Glücklicherweise haben wir den Heimatstall ja im Moorland, das heißt wenigstens ein Weg bleibt uns erspart. Ich hoffe, dass wir nicht vom Moorland zurückreiten müssen. Wobei ich das ja bezweifle. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder zurückreiten müssen. Naja, warten wir mal ab. Na komm, lad schneller. So, dann gucken wir mal. Ich hier immer noch eine Müllausschau halte. Was? Ich wusste es, dass wir Idris brauchen. Ich wusste es. Ich lache mich schlapp, wenn wir Pi auch noch holen müssen. Oh, Avalon. Ja, Frau Hauswurft ist klasse. Ich mag sie. Das war ja einer der ersten Charaktere, die man hier kennengelernt hat. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Pi ist eine Nette. Kann einer sagen, was er will. Wir haben ja schließlich sie zurückverwandelt in eine nette Frau und sie ist immer noch eine nette Hexe und keine böse Hexe. Das sind immer so Vorurteile, das ist immer so zum Kotzen. Vorurteile sind das Schlimmste, was Menschen sich überhaupt zulegen konnten. Wie ich sage, ist immer so schön, egal wo du herkommst, egal an was du glaubst, egal von wem du abstammst, wenn du ein A-Loch bist, bist du ein A-Loch, egal was du bist. Ich bin mal gespannt, wie Idris jetzt reagieren wird. Ich bin mal gespannt. Das glaubst auch nur du. Wieso nicht? Wieso nicht? Das stimmt.
Ach, jetzt müssen wir wieder. Ah, oh, Idris. Oh. Ja, egal, das schaffen wir locker. Zum Glück geht es ja nicht nach Zeit. Nö, wir reiten einfach durch die Gegend. Könntest du wieder bitte da. Ja, dann fliegt da hinten rum. Dann holen wir uns erst die anderen. Ist mir auch egal. Hallo? Ja, dann nehmen wir dich. Egal. Ja, dann flieg raus. Auch egal. Irgendeinen werden wir schon kriegen. Hallo? Okay, einen haben wir gekriegt wieder. Zwei, drei. So, jetzt fehlen uns nicht mehr viele. Zum Glück müssen wir nicht direkt dran vorbeireiten. So, fünf fehlen noch. So, zwei noch. Nicht nah genug rangekommen. Dich aber und komm her. Haben wir dich. Das war eine interessante Erfahrung. Wäre schon eine interessante Erfahrung. So. Ja, das funktioniert anders da. Guck mal hier, wir haben zwei. Ach, von dem haben wir das X gesehen. Xi! Das ist dem sein X? Idris. Gegen sie hat Idris keine Chance. Oh, sie wird sauer. Die Süße wird sauer. Stimmt nicht. Oh, ich mag die Kleine. Ich mag sie. Ich weiß das. Joa, dann haben wir jetzt den lieben guten Idris. Mit einer kleinen Hilfe ist untertrieben hier. Gegen diese geballte Power hier von C konnte selbst Idris nichts machen. Ich mag die kleine Stute. Die ist klasse. Ach ja. Ein Pferdchen im Endeffekt mit dieser pandorianischen Form würde mir gefallen. Es muss ja nicht C selber sein, aber. Ja, soll er ruhig. Du kannst gerne reiten, ich werde fahren. Zum Glück können wir zurückfahren. So, Veldale Village. Weil das dauert mir sonst zu lange. Idris, hä? Ja, Idris.
Die geballte Power hat er geschmeckt. Aber wir wissen ja vom letzten Halloween-Event, dass Idris auch Grenzen gesetzt sind. Und wenn die richtigen kommen, dass er da auf die Nase kriegt. Wie war das nochmal? Fass, Pferdchen, Fass! Ich hoffe, dass das nächste Halloween genauso spannend wieder wird. Oh, Avalon wird jetzt in die Luft gehen. Der wird explodieren. Aber sowas von. Na komm. Hallo Starschein. Hallo, danke. Oh, jetzt, Achtung, 3, 2, 1. Bam. Ha, Idris mag unsere Welt nicht. Warum mag er denn Frau Holzhaus Kuchen so sehr? Ja, ich komme nicht. Ich komme mit, aber du nicht. Geballte Power. Ich ahne etwas. Ich wusste es. Ich wusste es, dass wir es sind. Oh, Anne, was hast du denn schon wieder gemacht? Meine Güte, nee. Fort Maria kommen wir jetzt etwa auch bald. Was bello.
Das ist Fripp. Nee, oder? Kann das wirklich sein, dass er recht hat? Kann das wirklich sein, dass er recht hat? Hallo? Klar. Wir kennen auch mittlerweile schon so gut wie jeden. Oh Gott, wen haben wir schon alles kennengelernt? Ich kann mir die Namen alle langsam nicht mehr merken. So, und da ist unser. Kann ja nicht sein, dass Linda einfach das Kleeblatt geklaut hat. Das kann es ja echt nicht sein. Was hat sie denn geritten? Was ist los mit ihr? Das muss man jetzt nicht verstehen. So, auf wie geht's? Aha, eigentlich hätte ich den Wagen nehmen können, da jetzt eh zu spät. Jetzt lohnt es sich nicht mehr rumzudrehen. Jetzt können wir auch weiter reiten. So, ist unser Pferd noch frostsicher? Ja, ist es. Da war die Wand. Ja, es ist immer noch nicht, was ich verstehe. Das habe ich beim letzten. Letzte Woche ist mir das überhaupt nicht aufgefallen. Mittlerweile ist mir aufgefallen, unser Pferdchen ist frostsicher. Muss man jetzt nicht so ganz verstehen, warum die Araber frostsicher sind, aber naja, gut. Entweder ist es aus Versehen reingemacht worden oder Star Stable hat sich was dabei gedacht. Nee, interessanter Fundplatz, da gehen wir jetzt nicht ran. Da habe ich jetzt nicht den Nerv zu. Und wir haben ja schon eigentlich alle Sachen da gesammelt. Man kann, eigentlich bringt es nur was, um ja, Kohle reinzubringen. Jorvik Schilling, ansonsten ist es uninteressant. Autsch, das hat weh. Sorry, Phoenix. Aber auf dem Weg zurück nehmen wir, denke ich mal, doch den Ballon. Zum Glück kann man ja auch von dem Ballon mittlerweile zu allem reisen und nicht nur, meine ich jedenfalls, oder? Doch, müsste eigentlich mittlerweile zu allem reisen. Die haben das ja irgendwann mal vor längerer Zeit geändert. So, Nick.
Ich glaube, ihr ist kalt. Oh nee, jetzt müssen wir noch Kühlschrank jagen. Oh nee. Oh, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was er gesagt hat. Schade. Oh je. Ein Rennen. Gut, dass wir frostsicher sind. Wir holen nicht Kühlschränkchen. Wäre lustig, wenn ich ihn jetzt schon hätte. Wow! Hey, lass das! Ja, ja. Das war dumm. Das war schlecht. Jetzt hat er uns abgehängt, die kleine Socke hier. Aber wir kriegen dich wieder, mein Freund. Wir kriegen dich wieder. Ja, ja, wir kriegen dich wieder. Unser Pferd ist frostsicher. Der hat echt was Magisches an sich, wenn er hier diese Eiszapfen auf uns wirft. Hey! Kühlschrank. Beifuß. Beifuß, Kühlschrank. Beifuß. Sitz. Platz. Aus. Hierher. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ich krieg dich doch eh. Ja, siehste. Aber ich kann doch nicht fangen. Also wir müssen das Rennen beenden. Wo will der mit uns hin? Will der etwa mit uns zur Schmiede? Das sieht nämlich fast danach aus, ja. Der will mit uns zur Schmiede. Ich höre ihn, aber naja, gut. Wir flitzen einfach hier den Weg lang. Egal, ob wir ihn jetzt überholen. Oh nee, jetzt bin ich falsch geritten. Ah. Egal, wir holen ihn eh wieder ein. Wenigstens jetzt wieder ein bisschen leiser. Noch. Da hinten müssen wir hin. Da ist das Ziel, ich sehe es jetzt schon. Sieht jedenfalls dann. Ah, nee, das ist das Portal. Er ist schon da? Okay. Wir sind hier? Ja.
Nick. Ach komm, wir nehmen den Weg vom Portal. Wo war es? Hier oben irgendwo. Da ist es. Zum Glück können wir ja auch mit den normalen Pferden jetzt mittlerweile nach Pandoria. Was zum Geier war das dann? Was war das dann? Jetzt muss ich mal überlegen, wo müssen wir denn lang? Ja, darüber. Ich hoffe, dass wir richtig sind dann. Ach, da sind wir wieder. Den sollten wir tunlichst ausweichen, glaube ich. Und diesen Blitzen genauso. Ja, ich mag euch auch nicht. Ah, sag mal. Naja, wir sind aber gleich durch. So, das war's schon. Und es hört sich wieder ganz normal an, wo wir sind. Abkürzung, sehr schön. Abkürzungen sind immer cool. Na, ja, wir sind schon da. Oder auch nicht. Moment. Von wegen, wir sind da. Ey, hallo? Das war noch ein gutes Stück hin. Was war denn das für eine Abkürzung jetzt? Was war denn das für eine Abkürzung von wegen? Da wäre ich mit dem Transporter schneller gewesen. Hätte ich mich zurückporten können und mit dem Transporter, wenn ich das gewusst hätte. Was für eine Abkürzung, ey. Nun mir doch noch die Hufe schwingen und zwar richtig. Na, zum Glück ist es ja nicht so weit. Warte mal. Hä? Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Ich muss da eh da runterreiten. Von hier oben komme ich doch gar nicht daran. Wollte doch gerade sagen. Wieso ist da hinten? Aber das ist ja gut. Die Sonneninsel ist ziemlich weit da hinten. Das stimmt. Aber wir müssen von hier ran. Ja, vor Maria würde ich schon mal gerne rein. Aber da kommen wir noch nicht rein. Ich denke mal, vielleicht wird es irgendwann mal so weit sein, dass wir da reinkommen. Aber naja, das wird noch auf sich warten lassen. Bin ja mal gespannt, wenn das Aschetal kommt. Das ist ja auch schon in der Mache, so wie es scheint. Wer weiß, wann das kommt. Was uns da erwarten wird. Ja gut, ich sag mal ganz ehrlich, die Wildwoods gefallen mir immer noch am besten. Die sind richtig schön urig. Und mit diesem Pferdetal, das ist eine coole Idee. Auch wenn es ein bisschen schade ist, dass es so klein ist, finde ich. Okay. Ja, hier, da oben. Ah, da. Wir sind nicht alleine, wie ich sehe. Ja, so halbwegs. Ja, so irgendwie.
So, welche. Oh je, okay, dann sammeln wir mal. Fangen wir am besten hier unten an. Irgendwo müssen wir ja auf jeden Fall anfangen. Da hinten ist der erste. Da ist ein Stein. Ich hoffe, dass wir die alle so sammeln können, nicht wegen jedem Einzelnen. Ja, sehr schön. Wird ins Inventar verfrachtet. Wegen jedem Einzelnen hätte ich mich keinen Bock zu flitzen. Ich bin mal gespannt, wie viel wir brauchen, ob wir wirklich alles sammeln müssen, was da rumgurkt. Kann man jetzt schon, na, das ist noch ein bisschen was. Da ist noch mal ein Stein und dann haben wir eigentlich alles. Aber müssen wir es nur noch aufbauen. So, zack. Ja, gut. Okay, dann ziehen wir es raus. Natürlich bleibt die ganze Arbeit wieder an uns hängen, aber naja, wir sind es ja nicht anders da gewohnt in Jorvik. Die sind ja alle so unselbstständig hier. Ne, errichtet haben wir ihn. Oh, sieht aber interessant aus. So, halt, wir können. Ah, gut. Wenige, also es ist schon vorgekommen, interessant.
Da bin ich ja mal jetzt gespannt. Oh, Linda. Oh, okay. Jetzt müssen wir doch auf dem Pferd sitzen. Okay, doki, loki. Bist ja fast so schlimm wie Twilight Sparkle hier. Mach einfach. Kennen wir ja schon. Oh, nee. Okay, das kennen wir schon. Okay, das kennen wir schon alles. Oh, nee. Zeitlich auch noch. Oh, nee. Ich hasse sowas. Was zeitlich ist. Ja, dafür haben wir trainiert. Einen brauchen wir noch. Schattensucher, verpüße dich. Wir haben es. Okay, einmal rein ins Portal, danke. Einmal. Bleib da, bleib da, bleib da, nicht ver... Ja, danke. Da ist noch einer. So, wo ist Nummer 4? Es ist halt blöd, dass wir an dem Hügel hier nicht so ganz sehen, wo der... Und natürlich fliegt der Schattensucher dahin. Komm, mach dich weg. Mach dich weg, du Flachpfeife. Hallo? Okay, den haben wir auch. Da haben wir den ersten wieder. Das riskiere ich jetzt. Ist mir jetzt egal. Das riskiere ich jetzt. Ist mir egal. Wir holen uns jetzt den letzten. Dann reiten wir mal um den herum. Und jetzt weg mit euch. Erwischt. Loser, Loser. Sehr schön. Komm, Linda, schaffst du. Na, guck mal, wer da steht. Hat doch geklappt. Oh, Fripp steht.
Sehr schön. Fripp ist wieder da. Oh, ist das schön. Okay, wir müssen nach... okay, dann nehmen wir mal den Abholservice und flitzen von hier aus nach Veldale. Oh, ist das schön. Fripp ist wieder da. Ich bin mal gespannt, was Fripp uns jetzt erzählen wird. Das hört sich sehr interessant an. So, ab nach Veldale Village. Und ich bin mal gespannt, ob die gute Alex die gute Anne geschnappt hat. Und zur Rede gestellt hat vor allem. Aber gut, wir haben jetzt... Es war vielleicht der bessere Weg, dass wir jetzt Aidens Hoffnung haben und Fripp damit jetzt vereint wieder ist. Das war vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Anne, aber trotzdem, das war keine gute Idee, was sie da gemacht hat. Was hat sie da geritten? Das würde mich echt interessieren. Oh, und wieder im Kreis reiten. Gas. Und rund und rund und rund. Und immer im Kreis herum. Im Kreis herum, im Kreis herum, im Kreis herum. Und im Kreis und ins Portal. So, lala. Dann flitzen wir zurück. Ich lese jetzt gerade hier nebendran, dass der neue Look jetzt erst in dieser Quest zu sehen ist. In den alten Questen ist es noch der alte Look. Finde ich, wahrscheinlich hat es technisch nicht möglich gewesen. Das umsetzen oder wird viel zu kompliziert. Alex ist da, aber Linda nicht. Anne. Alex stand da eben.
Oh, Avalon. Interessant. Ich bin jetzt mal gespannt. Na, der Balken ist aber nicht viel länger geworden. Wie weit sind wir eigentlich jetzt gekommen? Na, ein bisschen was. Oh. Ein Haustier. Ah, Evergrey, danke. Ja, das war's oder wie? Könnte es das gewesen sein? Wir sind durch, oder? Wir sind durch. Ja, wir sind durch. So, dann gucken wir uns noch das Haustierchen an, was wir bekommen haben. Ich finde das, also ich muss... Ach, jetzt bin ich doch durchgegangen. Ich wollte mir eigentlich Fripp nochmal richtig anschauen. Wir gehen nochmal rein. Jetzt, wo Fripp steht. Das ist wirklich ein schönes Modell. Also ich muss ehrlich sagen, Star Stable hat sich wirklich seit den Zeiten... wo ich damals angefangen habe, sehr stark verändert. Das ist schon krass. Wenn man jetzt mal guckt, wie viele Details Fripp jetzt hat. Ich kenne ja Fripp schon aus den alten Starshine-Teilen aus den Spielen. Und naja... Es ist schon, man war ja so an die Form ein bisschen gewöhnt, aber jetzt, wenn man sich das mal anguckt, es ist die gleiche schöne Verwandlung wie bei Idris und aber auch bei Garigoldzahn. Das sind jetzt wirklich schöne, tolle, detailreiche Charaktere geworden und ich muss ehrlich sagen, ich bin echt zufrieden damit. Ich finde das echt schön. Also, wenn sich das Spiel weiter so entwickelt, vom Detailgrad her ist das echt Wahnsinn. Also Star Stable hat wirklich Quantensprünge seit der Zeit gemacht, wo ich angefangen habe. Das ist wirklich Wahnsinn. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt mit den Pferden. Das ist schon... Ja, guckt euch das mal an hier. Dieser Detailgrad. Das finde ich echt schön.
Ja gut, die anderen, stimmt ja. Die Soul Rider haben ja auch ein, darf ich ja auch nicht vergessen, die haben ja alle auch ein Rework bekommen. Und das ist echt krass. Ich glaube aber, Frau Holzwurf hat noch keinen Rework bekommen, oder? Das ist, glaube ich, noch der alte Charakter. Ja gut, Evergrey brauchen wir eigentlich nicht zu sagen. Der ist ja schon so eingeführt worden. Den finde ich ja so, wie er ist. Braucht der nicht, ja, braucht der nicht überarbeitet werden. Der ist so, wie er ist. Ist ein cooler Charakter. Also ich muss sagen, bis heute finde ich ihn richtig cool. Wenn ein bisschen die Details irgendwann ein bisschen feiner gemacht werden, okay. Aber ich würde ihn nicht einen kompletten Rework unterziehen. Also der ist auch ein toller Charakter. Ja, Avalon brauchen wir nicht drüber schwätzen. Das ist ja nur ein Umhang und Kapuze. Ja, Mandel und Kapuze. So, dann gucken wir uns mal das Haustierchen an, was wir bekommen haben. So, wo bist du denn? Oh, guck mal hier, das sind Bücher. Ah, oh, das ist geil. Das ist genau was, was mir gefällt. Bücher sind was Geniales. Das sind Kristalle, ein Buch und Schriftrolle. Ja, finde ich cool. Oh Gott. Der Blick gerade von Felix. Haben wir genau im richtigen Moment gedrückt. Ja, wie soll ich sagen? Also die Quest war schon wieder spannend. Ich finde es schön. Ich frage mich, wie es jetzt weitergeht mit Linda, mit Anne und Alex, dass sie noch nicht bei uns sind. Ich habe das Gefühl, da wird in der nächsten Zeit was kommen, dass es da weitergehen wird, weil wir haben nicht mitbekommen, dass jetzt hier irgendwie, wir kriegen ja sonst immer nur dieses Bild in irgendwo kommt, also diesen Text in irgendeiner kommenden Zeit kommt da irgendwie das, geht's mit dem Abenteuer weiter, bla bla blub. Das haben wir diesmal nicht bekommen. Entweder hat Star Stable das jetzt abgeschafft oder da ist wirklich irgendwie, dass da noch was kommen wird. Ich bin mal gespannt. Es sind ja so viele, es sind ja im Endeffekt so viele Story-Stränge, wo wir weitermachen können. Wir haben ja hier die Hauptstory. Wir haben in den Wildwoods haben wir ja im Endeffekt noch die Story so ein bisschen. Es ist schon krass. Und Fort Maria ist ja genauso. Haben wir auch noch eine Story. Ach du je. Und hier bei Wolfhall Inn haben wir auch noch im Endeffekt, wo wir Ruf erarbeiten können. Oh je, oh je, oh je. Ach ja, und hier brauchen wir auch nicht von reden. Hier unser hier Weingarten. Ich sag nur die, ja, die Reitstrecke. Und hier, ach Gott, Epona, ja genau, die GED haben wir auch noch. Da haben wir auch noch, wo wir im Endeffekt mit der Story weitermachen können, mit gegen die GED. Stimmt ja, da erinnere ich mich dran, noch dran, wie wir Epona. Gegen die ist ja auch noch, ach, da haben wir ja auch schon noch einiges im Endeffekt an Potenzial hier im Spiel. Finde ich so toll. Ich hoffe, dass noch ein bisschen mehr kommt in der nächsten Zeit, ein bisschen mehr Story-Quests. Das ist halt der Nachteil, wenn man so weit ist, dass dann die Story so schnell, ja, dass man dann immer auf jedes Story weitergehenden Teil so krampfhaft wartet. Gut, ja. Mit dem tollen Eindruck und dem schönen neuen tollen Anführungszeichen Haustier, Satteltier, wie es ja immer genannt wird. Sattelgegenstand, sagen wir es mal lieber so, ist es jetzt. Ja, verabschieden wir uns und dann geht es nächste Woche weiter. Hier wieder in Veldale mit der lieben Farah und ihrer Werkstatt. Ach, da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin mal gespannt. So, bis dann. Ciao.